Oh, okay, ich sehe gerade, ich habe gerade mal nachgeforscht. Was? Was für ein Kreis? Was? Maximaler Level ist Level 20. Nur Level 20. Das ist hart. Aber Level 20 ist ja nichts eigentlich. Wir sind, by the way, aktuell Level 13. Gut. Das ist absolut nichts. Das bedeutet, wir haben ja zum Glück. Wir haben drei von diesen Attributtränken. Wir werden nochmal alle nutzen, wenn wir Level 20 sind. Wir müssen die dann alle nochmal nutzen. Okay, Level 20. Level 20 ist schon sehr, sehr wenig. Ich gehe zu Quill zurück. Ich gehe zu Quill zurück. Und bring ihm die Gegenstände. Die Habseligkeiten. Aber Level 20, also ich habe schon gesehen, es gibt irgendwie eine Mod, da kann man es auf Level 50 dann erhöhen, aber es zählt wahrscheinlich nur für den PC. Aber Level 20 Begrenzung, das ist brutal wenig. Also das muss ich ja gestehen. Sieh mal einer an. Meine bleichgesichtigen Freunde kehren zurück. Und? Hattet ihr Erfolg? Ich denke ja. Sind das eure Sachen? Lasst mal sehen. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Was ist dein Kreis? Meine bisherige Erfahrung mit euch Bleichgesichtern war, dass ihr viel redet und wenig handelt. Scheint, als lag ich diesmal falsch. Vielleicht nicht nur diesmal. Hört her, Kerr. Selbst wenn ihr der Garde die Beweise zeigt, es gibt keinen Garant dafür, dass sie auch wirklich etwas gegen das Syndikat unternehmen werden. Ich habe einen der Schläger dazu gebracht, mir zu verraten, wo ihr Versteck ist. Sie nennen es das Schlachthaus. Und angeblich können wir dort auch ihren Anführer finden. Den Metzger. Metzger. Wie erbärmlich. Aber was schlagt ihr vor? Dass wir das Versteck stürmen, ganz alleine? Das ist Selbstmord. Wir sind allesamt Magier und wissen uns zu verteidigen. Und außerdem werden sie nicht mit uns rechnen. Ich denke, wir haben eine Chance. Ein waghalsiger Plan. Aber er gefällt mir. Na gut, dann regeln wir das selbst. Wo ist dieses Versteck? In Immerlicht. Trefft mich einfach dort, dann gehen wir zusammen. Verstanden. Ah, und eines noch. Ich denke, das solltet ihr haben. Es ist eine der besten orkischen Klingen, die ihr in Nordtanda finden könnt. Und ihr verdient sie mehr als ich. Bisher habe ich nicht mehr getan, als mich in einen Käfig sperren zu lassen. Bis gleich, Taha. Möge euer Blut niemals brennen. Einen nicht? Ich verstehe. Was haben wir gerade halten? Söldner-Mojo. Stärke und Geschicklichkeit. Aber das ist keine Klinge. Der hat doch gerade was von der Klinge gesagt. Ja, richtig gut. Also wir nehmen auf jeden Fall, ne, Söldner-Mojo, Geschicklichkeit und Stärke 1. Weil das Geile ist, wir können jetzt, das ist beidhändig, die Claymore. Das ist beidhändig.
Da drüben hin? Gut. Oder das? Ja, aber guck mal, der Busstufe 6. Ja. Entschuldigung. Ah, der Zwerg hat Stufe 6. Also Stärke 6. Aber genau. Geschicklichkeit 4. Ja, und das fehlt ihm. Der hat Geschicklichkeit nur 1. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Ah, da seid ihr ja. Also, wo ist dieses Schlachthaus? Ich zeige es euch. Folgt mir einfach. Gut, ich habe nachgedacht. Vermutlich ist es am besten, wenn wir versuchen, so lange wie möglich unbemerkt zu bleiben. Je eher wir mit dem Töten beginnen, desto wahrscheinlicher wird es, dass ihr Anführer entkommt. Was schlagt ihr vor? Ganz einfach. Erzählen wir den Wachen, dass ich euer Gefangener bin und dass ihr mich zur Schlachtung in das Versteck bringt. Wenn wir es richtig anstellen, schaffen wir es vielleicht bis zum Metzger, ohne dass sie den Braten riechen. Oh, das Wortspiel war unbeabsichtigt. Klingt gut. Dann los. Meister lustig. Danke, Jasmin. Grüß euch, Jungs. Ich habe neues Material für den Metzger. Das ist die Grünhaut, die ihre Nase in unser Geschäft gesteckt hat. Ah, richtig. Warum ist er noch nicht tot? Weil ich dachte, dass der Chef gerne ein Wort mit ihm wechseln würde. Stimmt wohl. Also, warum seid ihr hier? Ich bin wegen des Produkts hier. Perfekt. Dann kommt mal rein. Und lass dieses verfickte Tier leiden, in Ordnung? Obwohl Immerlicht eine der wenigen Städte Nordtandas mit einer vielrassigen Bevölkerung ist, werden nichtmenschliche Personen normalerweise mit Feindseligkeiten und Vorurteilen bedacht. Was? Zwar ist es noch nicht zu größeren Ausbrüchen von Gewalt gekommen, allerdings kommt es nicht selten vor, dass man auf einen ausgeraubten und zu Boden geschlagenen Elfen in den Gassen des Schlammviertels stößt. Aufgrund ihrer einschüchternden Statur sind Orks seltener zu Opfern geworden. Bis jetzt. Was? Da wären wir. Na dann, finden wir den Metzger. Ich kann's kaum erwarten. Ja? Okay. Alles klar. Greifen jetzt automatisch jetzt an? Okay, noch nicht. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Bei den... ein Ork? Artefakte. Wie geil. Oh. Also, Schildermonat. Wer kann schon sagen, hat das auch nochmal Stärke und Geschicklichkeit oder was ist da los? Ganz schön viele Feinde, ne? Verkrüppelnder Kompositbogen. Ah, die brauche ich Geschicklichkeit 6. Okay, macht auf jeden Fall mehr Damage. Geil. Und verleihe Beeinträchtigung für 5 Sekunden an feindliche Kreatur.
bedeutet minus 52% Geschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit, das ist nice. So, jetzt schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall komischerweise, was, also der Metzger ist ein Ork? Ich nehme mal an, ihr seid der Metzger. Und ich nehme mal an, ihr seid nicht wegen dem knusprigen Stück Orkfleisch hier, was? Tatsächlich. Nein, sagt nichts, ich kann es spüren. Ihr seid die, die meine Leute bei der Mine abgeschlachtet haben, was? Und du, Ork, bist der Möchtegern-Detektiv, der versucht hat, mein kleines Geschäft hier auffliegen zu lassen. Ich schätze wohl, ich sollte euch fürs Kommen danken. Das erspart mir die Schnitzeljagd. Balrak, ihr seid ein Ork? Gut erkannt, Abschaum. Ich verstehe es nicht. Warum zum Geier inszeniert ein Ork einen Genozid an seiner eigenen Rasse? Meine Rasse? Ihr meint die Rasse, die meinen Vater getötet hat, nur weil er sich geweigert hat, sich am Abschlachten des Nachbarstamms zu beteiligen, das nur stattgefunden hat, um den Lebenskampf zu ehren? Ihr meint die Rasse, die einen kleinen Orkjungen und seine Schwester ausgesetzt hat, mit nicht einmal genügend Vorräten, um einen Tag zu überleben? Scheiß auf meine Rasse. Die Orks haben mich und meine Familie behandelt wie Straßenhunde. Und jetzt revanchiere ich mich. Was? Alter, das ist schon hart. Wenn euer Clan euch schlecht behandelt hat, gibt es andere Methoden, sich zu rächen. Zum Beispiel? Ein Zeichen von Zarach verbrennen, ihnen ihre Bierfässer klauen? Nein, das Problem ist unsere Kultur. Sie ist so verwest, so verrottet, wie eure Leichen es in 2 Wochen sein werden. Jeder Ork, der nach ihr lebt, verdient es zu sterben. Je grausamer, desto besser. Okay, ganz ehrlich, wir haben genügend gehört, ne? Rauf da. Ich habe genug gehört. Verteidigt euch. Das werden wir. Los, Jungs. Frischfleisch. Und rauf da. Ich werde an die Hunde verfüttern. Sie haben einen unserer Helden getötet. Ich habe keine Haltringe mehr. Okay. Gut, warum nicht? Da lang? In Ordnung. Interessant. Mehr Gekämpfer? Und rauf da. Ja. Hilfe! Bitte! Daran werde ich mich nie gewöhnen. Also, wie ist der Plan? Ich sehe es mir mal an. Okay, das war gerade richtig knapp. Okay, ich warte ganz kurz, bis die Truppe wieder... Verdammte Rüstung! ...wieder vereint ist. So, jetzt hat, ne? Ja. Jetzt gehen wir es an. Und rauf da. Uiuiuiuiui. Sicher doch. Alter Finne. Habe verstanden. Boah, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen schockiert wegen dem Level Cap. Dass das so niedrig ist. So, an dem Boss haben wir erledigt, ne? Den Metzger. Schon schief gehen. Bitte?
glaube ich. Ja? Feinde! Ist das wirklich nötig? Mal sehen. Was ist denn das hier? Oh, also das obere ist quasi das. Mir mal an. Bei näherer Betrachtung fällt euch eine kleine Inschrift ins Auge. Meistere Magier der Tugend 3 und der Schlüssel Alter bei. Was? Kein Riegel oder Schlüsselloch ist zu sehen. Meistere Magier der Tugend 3 und der Schlüssel Alter bei. Magie drauf machen. Meistere. Magier der Tugend. 3 und der Schlüssel alt herbei. Müssen wir 3 feindliche Magiermeister töten? Guter Plan. Ja. Gut, warum nicht? Könnte sein, ne? Natürlich. Da drüben hin? Gut. Schauen wir einfach mal, ob denn bei 3 Magien oder so ist, als wenn wir jetzt alle Gegner getötet haben. Mehr verirrte Seelen. Angriff! Ob dann irgendein Schlüssel spawnt. Macht euch bereit! Töten schlechter und seine Männer. Okay, wir haben anscheinend alle getötet, aber... Kein Schlüssel. Es ist vorbei. Sarachs Clown. Was für ein Wahnsinn. Meine Rede. Ja, wie auch immer. Je früher wir vergessen, dass das passiert ist, desto besser. Ich werde euch für immer dankbar sein für das, was ihr getan habt. Bevor ihr geht... Nehmt das hier. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Außerdem, hört her, Taha. Kürzlich habt ihr etwas von einer Armee erwähnt, die ihr kommandiert. War das eine Metapher? Sie ist in der Mache. Warum? Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht meine Unterstützung brauchen könntet. Okay, war mir schon klar gewesen. Wenn ihr ein Architekt seid, könnten eure Talente wirklich nützlich sein. Wenn ihr uns beitreten wollt, bringt diesen Brief zur Garde und trefft uns dann an der Grenze. Das werde ich tun. Habt Dank, Taha. Ich weiß das zu schätzen. Und ich verspreche euch, dass ich keine Last sein werde. Möge euer Blut niemals brennen. Wir hören uns später. Cool. Elendsregen. Quest abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Menschenfresser. Eine neue Axt. Ah, das ist eine festgelegte Belohnung und das ist. Ah, und das ist die wählbare Belohnung. Schwere Plattenrüstung des Lehrmeisters. Ja, aber mit dem nächsten Level Up haben wir eh eine bessere Rüstung dann. Das macht also eh keinen Sinn. Das ist der Magier für... Äh,
Also eigentlich haben wir hier nicht wirklich was, was besser ist. Also wir können jetzt fürs erste schwere Plattenrüstung mitnehmen, aber eigentlich macht das nicht wirklich was, ne? Wäre nur für einen kurzen Zeitraum. Oder wir nehmen das Gold mit. Die 3.500, das können wir natürlich auch machen. Schade, dass wir da nichts... irgendwie haben. Naja gut, Iskrim ist ja mit der Rüstung eh, ne? Der hatte eh seine eigene Rüstung. Komm, ich nehme, oder? Komm, ich nehme das. Ich nehme die Kohle mit. Ich nehme die Kohle mit, was soll's. Warte mal, Iskrim, darf ich mal ganz kurz nachschauen? Ja, okay, der hat schon was Besseres. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir bei Isildur Tahar, ob wir ihn wirklich auf Zweihand lassen. Oder ob wir da irgendwas anderes machen. Also doch auf Schwert und Schild. Wir haben halt Schwert und Schild dazu. Das ging schnell. Wir haben halt das mit dem Schild halt hochgelevelt, ne? Menschen, die Orks schlachten und ihr Fleisch verkaufen. Und ich dachte, mich kann man nicht mehr überraschen. Meine Rede. Machen wir mal das Elixier. Die Quest, rede mit der Frau am Gottstein. Weil die haben wir eh schon so halb angefangen, dann machen wir die auch gleich, ne? Machen wir die auch gleich weiter, selbstverständlich. Das ist so klar wie Kloßbrühe. So. Was ich kurz mache, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Ja, aber für die falsche Fraktion, junge Dame. Also, wenn sie sich schon unser Wappen anschaut, dann vielleicht auch das Richtige? Denke schon. Was ist passiert? Wer seid ihr? Rohesia. Rohesia Tanner. Ich habe einen kleinen Hof direkt hinter den Stadtmauern, den ich mit meinem Mann betreibe. Die Sache ist, er ist krank. Magenkrämpfe und Fieber, seit er in dieses verflixte Dorf gegangen ist. Aber bald ist Erntezeit und ich kann meinen kleinen Georg nicht den ganzen Tag im Bett liegen lassen. Welches Dorf? Irgend so ein Misthaufen in der Mitte von Leonidar. Lianin oder so ähnlich. Dann weiß ich nicht, ob ich derjenige bin, mit dem ihr sprechen solltet. Es muss einen Apothekarius in der Stadt geben.
Ach, kommt schon. Traut ihr wirklich diesen Quacksalbern? Eine Freundin von mir ist mal zu einem von denen gegangen mit einer Fleischwunde am Bein. Und zurückgekommen ist sie ohne das Bein. Könnt ihr es glauben? Sie haben ihr einfach das verdammte Bein abgeschnitten. Ich werde sicher nicht riskieren, dass sie meinem kleinen Georgchen dasselbe antun. Könntet ihr die Krankheit nicht einfach aussetzen? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich euch sonst helfen könnte. Naja, hier kommt ihr ins Spiel. Vor einer Woche war der heilige Frank, der weltberühmte reisende Heiler in der Stadt. Er hat mir ein geheimes Rezept gegeben, das bei magischen Krankheiten hilft. Und ich bin die erste Person auf ganz Eo, der er gestattet hat, es nachzubrauen. Natürlich haben diese sogenannten Apothekari keine der Zutaten in ihren Regalen. Und ich habe alle Hände voll mit der Farm zu tun, jetzt wo Georg krank ist. Und ihr wollt, dass ich euch die Zutaten besorge, korrekt? Ja, ihr werdet's nicht bereuen, glaubt mir. Wir haben eine Menge Gemüse im Überschuss und können euch davon als Belohnung was abgeben. Ich werde gerade nebenbei komischerweise von irgendwelchen nur über WhatsApp werde ich angerufen. Mit der Vorwahl plus 91 und plus 267. Was ist denn das? Was sind das für Länder? Okay, einmal Indien. Schön, dass mich jemand aus Indien anruft. Und Botswana. Wo liegt ein Botswana? Was ist denn das für ein Land? In Afrika. Was? Ich frag nicht mehr nach. Nur Gemüse. Also, ne, frage ich mich auch, was ist das? Warum will die uns nur Gemüse geben? Was, von Gemüse kann ich mir nicht wirklich viel kaufen. Für gewöhnlich werden wir nicht in Gemüse bezahlt. Das ist mir klar, aber Münzen wachsen, wie ihr wisst, nicht auf Bäumen. Deswegen schwimmen wir nicht gerade darin. Aber ich muss schon sagen, dass mich das ein bisschen enttäuscht. Ich habe euch für eine ehrliche Seele gehalten. Nicht eine, die die missliche Lage eines armen Bauernweibs ausnutzt. Ey, schaut eher aus wie so eine... Wir sind eine verbitterte Hexe, so vom Bild her. Gut, ich werde euch helfen. Könnt ihr mir eine Liste mit den Zutaten geben, die ihr benötigt? Ja, sicher doch. Ich habe sogar schon eine zusammengestellt. Danke, guter Mann. Ich bin mir sicher, dass Tiara euch für eure Güte belohnen wird. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss zurück zum Hof. Georgs Wickel müssen gewechselt werden. Gut, wo ist euer Hof? Damit ich euch finden kann, wenn ich die Kräuter gefunden habe. Am Fuß der südlichen Mauer, ein paar Schritte vom Stadttor. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Bis dann, unverschämte Dame. Eine gute Tat am Morgen vertreibt Renegaten und Sorgen. Kann nicht schaden, auch mal ohne Gegenleistung zu helfen. Ich weiß es nicht. Die wollen die Oma-Opa-Masche durchziehen. Ja, aber du kannst mir eins glauben. Bei mir funktioniert diese Masche nicht. Bei mir funktioniert diese Masche automatisch andersrum. Das bedeutet, sie überweisen mir Geld. Ich zeige ihnen einfach ganz kurz meinen Kontostand, ne? Und dann kriege ich von denen Geld überwiesen. So sieht es nämlich aus. So, finden alle Zutaten. Reißzähne haben wir schon. Giftbeutel haben wir auch schon. Geil, wir brauchen ein paar Haare. Okay, da haben wir diese komische Frau. Wir sollten weiter. Aber Knoblauch, Reißzähne. Ich habe es gar nicht jetzt richtig mitbekommen. Muss ich die looten oder kann ich die irgendwo kaufen? Aber wir haben doch die Karte relativ gut eigentlich schon erkundet gehabt und wir haben nichts gefunden. Ja? Kenne ich euch? Das ist dasselbe, hä? Grüße. Hättet ihr einen Augenblick? Ich müsste eine wichtige Angelegenheit besprechen. Du willst es also wirklich durchziehen, oder? Tiara, hilf uns. Sicher. Worum geht's? Nun,
Selbst ein kampferfahrener Soldat wie ich kommt nicht umhin, eure bezaubernde Schönheit zu bemerken. All die Jahre habe ich Blut für die Königin und mein Land vergossen, aber die Schlachten haben mich geändert. Ich begann, den Zweck meiner gebrachten Opfer zu hinterfragen. Ich begann, meine Entschlossenheit zu verlieren. Jeder Kampf bringt Ehre, ja. Aber ist Ehre genug, um die Seele eines Mannes am Leben zu erhalten? Oder einer Frau? Wir alle brauchen etwas, wofür wir kämpfen. Etwas, zu dem wir zurückkehren können, wenn die Martern des Krieges vorüber sind. Und dafür will ich ein paar Haare haben von dir. In der Dunkelheit ist es schwer, sich ohne einen Hoffnungsschimmer am Horizont nicht selbst zu verlieren. Ihr, holde Maid, seid dieser Schimmer. Nein, versteht mich nicht falsch. Ich bin ein Soldat. Und es war nie meine Bestimmung, währende Liebe zu erfahren. Aber eure Schönheit erinnert mich daran, dass es Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagt nichts. Ich weiß, dass so viel Leidenschaft auf einmal überwältigend sein kann. Gib mir einfach Achselhaare, hopp, oder Arschhaare. Ich brauche nur ein paar Haare. Ich hätte nicht gesagt, was für Haare. Haares mitzugeben, die mich an euch erinnert. Ja, gib mir Arschhaare, hopp. Es ist mein tiefster Wunsch, sie bei mir zu tragen, wenn ich das nächste Mal in die Schlacht ziehe. Arschhaare. Um für mein Land, die Ehre und die Schönheit dieser Welt zu kämpfen. Arschhaare. Ich verstehe, ja. Ja, natürlich. Wer wäre ich, euch einen so einfach zu erfüllenden Wunsch auszuschlagen? Arschhaare. Letztlich seid ihr es ja, die uns einfache Menschen vor den üblen Eos beschützen, nicht wahr? Wir erfüllen nur unsere Pflicht. Ach, welche Tugend. Hier, nehmt sie. Werdet ihr öfter in Immerlicht sein? Die Antwort auf diese Frage kann euch nur die Zeit geben. Aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um so oft wie möglich eure Schönheit bestaunen zu können. Und die Arschhaare. Lebt wohl. Gut. Vergessen wir einfach, dass das jemals passiert ist. In Ordnung? Ich bitte darum. Bitte einfach alle vergessen. Aber schön, dass wir ein paar Arschhaare bekommen haben. Können wir auch gleichzeitig noch ein bisschen rauchen gehen. So. Wir brauchen trotzdem noch Feuernessel und Knoblauch. Knobi und Feuernessel, nachdem wir die Arschhaare haben. Ich schau mal ganz kurz bei den Händlern nochmal, ne? Mich ein bisschen um. Vielleicht verkauft ja jemand den Stuff. Ich habe gar nicht jetzt mitbekommen. Hat die gesagt, wo man die herbekommt? Den Loot? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt mitbekommen haben. Also ob die das gesagt hat. Ich war gerade verwirrt gewesen von den Indern und Afrikanern, die mich gerade angerufen haben. Total unschlagbar. Guck mal hier, Feuernessel, 4 Stück. Boah, minus 2000, das ist brutal. Das ist brutal. Aber wenn wir gerade eh schon mal da sind. Ich kaufe von denen nochmal 3. Oder 3 Tränke. Naja, 2 Tränke. Na, die Attribute und sowas zurücksetzen. Oder? Nee, ich kaufe die nicht. Wenn wir die brauchen, kommen wir hier. Kommen wir hier hin, düsen. Ja, was können wir denn verkaufen? Das können wir verkaufen. Diese Erzmagier-Rüstung können wir eigentlich verkaufen. Die Arkane-Robe können wir verkaufen. Ich möchte eigentlich das, ne? Dieses Artefakt, diese Claymore eigentlich nicht verkaufen. Ich will das eigentlich nicht. Aber das können wir weg, das können wir weg. Das Schild können wir verkaufen. Ja, guck, haben wir noch ein bisschen Plus gemacht. So, super. So, wir brauchen noch Knobi, ne? Warum hast du kein Knobi? Intelligenz und Willenskraft. Ein gutes Angebot.
Guck mal, Arschhaare. Blonde Arschhaarlocken. Schön. Willenskraft und Intelligenz. Guck mal, das könnte man eigentlich für ihn haben, ne? Für Rohan. Wäre das, glaube ich, ganz cool. Oder für sie. Ah, kostet 8000, ne? Das ist es mir eigentlich nicht wert. Knobie. Aber wir, hier oben, genau hier oben war noch der Händler gewesen, der, hier, der Wirthändler. Ich glaube, der hat am ehesten Knobi. Zumal der ja vorhin gar keinen Loot zum Beispiel hatte. Da bin ich mir nicht sicher, du hast nämlich keinen Knoblauch. 12.000 ist es wert. Verkrüppelter. Ach, guck mal, das ist derselbe Bogen, ne? Verkrüppelter Kompositbogen. Oder? Ja, das ist genau dasselbe. Ah, guck mal, der verkauft den für 12.000. Wir können ihn verkaufen für 2.200. Wow, richtig geile Bilanz. Geiler Scheiß. Leb wohl. Na, sieh mal einer an. Lohnt sich ja richtig, wa? Das lohnt sich ja so richtig. Ja. Wollt ihr handeln? Knoblauch! Wie viel Knoblauch brauchen wir denn? 3 Stück. Ich weiß nicht. Sollen wir gleich 14 kaufen? Weil kostet ja nichts. Komm, ich kaufe gleich 14. Es war mir eine Freude. Komm wieder. Falls wir Knobi nochmal irgendwie brauchen sollten. Verstehst du? Kostet ja nichts. Hier, ne? Hier unten irgendwo. Gut. Dann auf, hinunter. Und dann bringe die Zutaten zu Rohesia. Die isst sie gern roh, die Rohesia. Schlechter Wortwitz, check. Ach ja. Ach ja. Wow, schöne Quest. Also der sieht aber auch nicht mehr allzu gesund aus. Ach, da seid ihr ja wieder. Und habt ihr alles gefunden? Das Fieber ist ein bisschen schlimmer geworden, während ihr weg wart. Also kommt ihr gerade zum rechten Zeitpunkt. Rosi, ich... Mein Lieber, ich bin ja da. Die freundlichen Soldaten haben die Kräuter für das Elixier des heiligen Frank gebracht. Morgen wird's dir schon wieder besser gehen. Das ist kein Fieber, Taha. Der Mann hat den Blutbrand. Das Elixier dieses Quacksalbers wird ihm da genauso wenig helfen wie ein Tropfen Jungfrauenblut. Verdammt. Hm? Habt ihr was gesagt? Ich bin ganz ehrlich, ich sag's ihm, glaube ich, nicht. Hier sind die Kräuter, die sollen zumindest noch ein bisschen Hoffnung haben. Zeigt. Ja, perfekt, da sind sie. Und sogar die Feuernessel habt ihr gefunden, sehr gut. Hast du gehört, Liebling? Bald wird's dir wieder gut gehen und dann kannst du mich endlich zu diesem einen Bach führen, den du mir schon immer zeigen wolltest. Oder? Ja, komm. Rohesia. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dieses Elixier wird eurem Mann nicht helfen. Er hat kein Fieber, sondern den Blutbrand. Und es gibt kein bekanntes Mittel, das ihn heilen kann. Erst recht keines von einem Wunderheiler. Ihr müsst euren Mann schnellstmöglich zu einem Apothekarius bringen. Blutbrand? Nein, das stimmt nicht. Der heilige Frank war erst vor ein paar Tagen hier und hat bestätigt, dass es Magenkrämpfe wären. Also wer Frank heißt, ist definitiv nicht heilig. Das hat genügt. Tiaras Atem, seht ihn euch doch an. Er hat bereits Pusteln. Aber nein, ich...
Nein, ihr seid ein Lügner. Und ich hätte es gleich merken müssen. Jetzt verschwindet, ich will eure Fratze nie wiedersehen. Ich... Verschwindet! Das Elixier wird helfen, verdammt, es wird helfen. Und Georg wird wieder gesund. Habt ihr verstanden? Er wird wieder gesund! Tja... Was ist mit der Alten los? Können. Man glaubt immer das, was man glauben will. Aber wir sollten auf jeden Fall den Bürgermeister von Immerlich davon in Kenntnis setzen. Ja, ich weiß, der Blutbrand ist nicht ansteckend, aber die Ärzte könnten daraus lernen. Schätze schon. Verdammte Seuche. Also wirklich, also erstens, wir helfen dir und die rastet so dermaßen aus. Das ist schon echt hardcore frech. Also, nur weil sie es nicht wahrhaben will, aber... Mann. So. Aber vielleicht kann der Bürgermeister Ärzte rausschicken. Oder Apotheker oder whatever. Das, keine Ahnung, vielleicht irgendwie hilft. Aber es gibt auch keine, nichts gegen diese Feuerschmache da. Wäre nicht einfach so den Kopf abschneiden, also gnadenmäßig, wäre das nicht besser? Wenn das nicht der Verstoßene ist. Ich habe euch so bald nicht wieder erwartet. Was braucht ihr? Ich wollte euch einen Fall von Blutbrand melden. Einer der Bauern in den Randbezirken scheint Symptome des Blutbrands im Spätstadium aufzuweisen. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn eure Männer sich das mal ansehen. Blutbrand, verstehe. Danke für die Meldung. Es ist verflucht schwer, mehr über diese Seuche aus medizinischer Sicht herauszufinden. Würden mehr Leute mir schneller von solchen Fällen berichten, wären wir jetzt vielleicht schon etwas klüger. Hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke. 200 Jold. Bauernhof Kostensenkung. Okay. Okay, wir haben echt Luck. Wir haben richtig Luck. Guck da mal. Genau 3 Tränke, die sie ne, mit Attributs und Fähigkeiten zurücksetzen. Vor 10 Minuten wollte ich mir genau 3 Stück kaufen für... Wie viel? 6.000? Goldmünzen? Was für ein Luck, dass ich gesagt habe, okay, komm, nee, mach ich nicht. Ich kaufe mir das vielleicht irgendwann später, aber nicht jetzt. Was für ein Luck.